There it is. You're caught. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der Verbrechen, die auf unerwartete Weise gelöst wurden. They finally caught him. And it was just like a perfect way for Luca to go down. Luca was caught in an internet cafe because he couldn't stay away from his vanity. In dieser Liste schauen wir uns verschiedene Verbrechen an, die unerwartet durch unkonventionelle Taktiken oder überraschende Enthüllungen gelöst wurden. Welche dieser Geschichten findet ihr am unglaublichsten? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Forensischer Fingerabdruck. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der rumänisch-orthodoxen Kirche in Nordamerika einen Bischof namens Valerian Trifer. Doch dann machten Gerüchte die Runde, dass Trifer eine schreckliche Vergangenheit hatte, nämlich dass er ein ehemaliger Nazi der Eisernen Garde war, der für einen Pogrom in Bukarest verantwortlich war. Trifer was known not only for me, for if we will speak to everybody here in Romania for my generation, if we will ask him who was Trifer. It's the same thing if you ask a German who was Streicher. Die deutsche Regierung übergab daraufhin eine an Heinrich Himmler adressierte Postkarte, die angeblich von Trifer geschrieben worden war. Trifer beharrte darauf, dass sie nicht von ihm stammte, aber ein Gerichtsmediziner setzte eine spezielle Art von Laser ein, der Trifers Fingerabdruck auf der Postkarte sichtbar machte. Investigators now went to the document Trifer entered the US with in 1950. At that time, he was fingerprinted. The thumbprint of that document was compared with the thumbprint taken from the postcard. It was a perfect match. The prints on both documents were the left thumbprint of Valerian Trifer. Und einfach so wurde ein Nazi-Kriegsverbrecher identifiziert. Trifer wurde aus den USA vertrieben und fand Zuflucht in Portugal, wo er 1987 starb. Nummer 9. Katzen-DNA. Katzen faulenzen nicht nur den ganzen Tag in der Sonne. Sie helfen auch bei der Aufklärung von Verbrechen. Im Juli 2012 wurden die Überreste eines 30-jährigen Mannes namens David Guy in Müllsäcken an einem Strand in Hampshire gefunden. Die Ermittler fanden Haare an Guys Überresten und führten einige Tests durch. Die Haare führten sie zu einem DNA-Katalog der Universität von Leicester. Das Seltsame daran ist, dass der Katalog für Hauskatzen gilt. Die DNA der Haare wurde zu einer Katze zurückverfolgt, die Guys Nachbarn David Hilder gehörte. There you are, Mr. Tinkers. Hilder wurde von den Behörden aufgespürt und mit Hilfe anderer belastender Beweise verhaftet und für Guys Tod verantwortlich gemacht. Hilder wurde wegen Totschlags zu einer 12-jährigen Haftstrafe verurteilt. Nummer 8. Plakathandschrift. Im Fall des Mörders Aubert Chandler aus Florida wurden zum ersten Mal Plakatwände bei der Suche nach einem Verbrecher eingesetzt. Am 4. Juni 1989 wurden drei weibliche Leichen in der Tampa Bay gefunden. Es waren die Leichen von Joan Rogers und ihren Töchtern im Teenageralter. Sie hatten einen Tag in Tampa verbracht und Chandler um eine Wegbeschreibung gebeten. Er schrieb die Wegbeschreibung auf eine Broschüre und bot ihnen an, sie später in der Nacht auf seinem eigenen Boot durch die Bucht zu fahren, wo das Verbrechen geschah. Chandlers handgeschriebene Wegbeschreibung wurde auf Plakatwänden in Tampa angebracht und schließlich von Chandlers Nachbarn erkannt. When I first initially met Mr. Chandler, he came across as not telling the truth and he wouldn't look you in the eye. And he just seemed shifty. Joanne rushed home and found the handwritten receipt for some work Chandler had done for her. As I was looking at it, my knees actually buckled. Den Behörden wurde ein Arbeitsauftrag vorgelegt, den Chandler geschrieben hatte, und die Analyse ergab eine Übereinstimmung. Chandler wurde für schuldig befunden und 2011 hingerichtet. Nummer 7. Pollen knackt den Fall. Es ist erstaunlich, wie weit sich die forensische Wissenschaft im letzten Jahrhundert entwickelt hat. Erzähl doch mal jemandem aus dem viktorianischen Zeitalter, Sherlock Holmes ausgenommen, dass wir ausgerechnet Pollen benutzen würden, um Mordfälle zu lösen. Im Jahre 2002 verschwanden zwei junge Mädchen namens Holly Wells und Jessica Chapman. For 2 weeks, police and locals desperately scoured the area. It was every parent's worst nightmare. There was a sense of real fear and dread in the village. People were starting to get more and more desperate as to what might have happened to these two little girls. 13 Tage später fand ein Wildhüter ihre Leichen in einem Graben. Die forensische Ökologin Patricia Wiltshire wurde hinzugezogen und nahm einige Bodenproben aus der Umgebung. Die im Boden gefundene Pollen stimmten mit der Erde überein, die am Auto des Hauptverdächtigen gefunden wurde. And so that ultimately proved that it was his car that had been down the drive. And without him explaining how or why it had been there,
the implication was obvious. Ian Huntley wurde offiziell mit dem Tatort in Verbindung gebracht, für den Tod der Opfer verantwortlich gemacht und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nummer 6. Unerwartetes Wiedersehen. I don't know if I should cry, if I should laugh, if I should smile, I don't know. Just go with it. Celeste Nurse erlebte zwischen dem 28. und 30. April 1997 die widersprüchlichsten Gefühle, die man sich vorstellen kann. Am 28. April wurde ihre Tochter Stephanie geboren. Zwei Tage später wurde Stephanie aus dem Krankenhaus entführt. Celeste war gezwungen, ohne Stephanie nach Hause zurückzukehren, und die nächsten 17 Jahre hörte man nichts mehr von ihr. In the following years, the girl's parents had more children, but celebrated their oldest daughter's birthday every year. In dieser Zeit bekam Celeste eine weitere Tochter namens Cassidy. Cassidy kam auf eine neue Schule und stellte auffällige Ähnlichkeiten mit einer Schülerin namens Michelle Solomon fest. Cassidy arrangierte daraufhin ein Treffen zwischen ihrem Vater und Michelle, woraufhin dieser die Behörden kontaktierte. Diese führten einen DNA-Test durch und stellten fest, dass Michelle in Wirklichkeit die Teenagerin Stephanie Nurse war. At the time when they presented to me that they were going to do the DNA test, no way in my normal right mind of my 17 years of age at that time could I ever possibly think that this DNA test could actually be positive. Stephanie wurde mit ihren biologischen Eltern wiedervereint und ihre Entführerin, Levonna Solomon, wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. When you met Stephanie, for the first time officially knowing she is your daughter, what did you say, how did you feel? She came to me, she hugged me, and I grabbed her, I physically lashed onto her, and I told her, you know, I knew from day one that you were my daughter. I just felt it. Nummer 5. Cold Case Karten. Im Herbst 1979 wurde eine 24-jährige Frau namens Susan Schwarz tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Behörden verdächtigten sofort den entfremdeten Ehemann ihrer besten Freundin, einen Mann namens Greg Johnson. Es gab jedoch nicht genügend Beweise, um Johnson zu belasten, und die Spur verlief jahrzehntelang im Dunkeln. Damals kam das Snohomish County Sheriff's Office auf die Idee, Spielkarten aus den ungeklärten Fällen zu machen. Diese Karten gelangten in ein örtliches Gefängnis und ein Insasse erkannte Susans Bild auf der Karte. Er verwies die Behörden an eine nicht identifizierte Frau, die zugab, dass ihr Ex-Freund Susan im Jahr 1979 getötet hatte. Johnson gab die Tat zu und wurde zu 24 Jahren Haft verurteilt. Nummer 4. Insekten. Das komplizierte Alibi von Vincent Brothers fiel dank eines einfachen Käferspritzers in sich zusammen. Brothers drei Kinder, seine Frau und seine Schwiegermutter wurden alle am 6. Juli 2003 getötet. Flugzeugaufzeichnungen bewiesen, dass Brothers zum Zeitpunkt ihres Todes in Ohio war und von Kalifornien dorthin geflogen war, um seinen Bruder zu besuchen. Die Ermittler beschlagnahmten und analysierten sein Mietauto und fanden einige verdächtige Dinge. Nicht nur war der Kilometerzähler unsinnig hoch, sondern es wurden auch Insekten im Kühler gefunden, die nur westlich der Rocky Mountains vorkommen. We're going, wow, we can actually do this. This is very cool. We can actually say, yes, the car had to be here. Dann setzten sie die Geschichte zusammen und stellten fest, dass Brothers nach Ohio geflogen war, ein Auto gemietet hatte, zurück nach Kalifornien gefahren war, seine Familie getötet hatte und dann zurück nach Ohio gefahren war. Er wurde für den Tod der beiden angeklagt und zum Tode verurteilt. Nummer 3. Lego-Hinweise. Als die Behörden den Tod der 78-jährigen Lucille Johnsons untersuchten, bot sich ihnen ein rätselhafter Anblick. Sie fanden die ältere Frau erwürgt in ihrer eigenen Wohnung vor und im ganzen Wohnzimmer waren bunte Legosteine verstreut. Der Fall ereignete sich im Jahr 1991 und blieb bis 2014 ungelöst. Die Ermittler untersuchten Rückstände, die unter Johnsons Fingernägeln gefunden wurden, und fanden eine DNA-Übereinstimmung mit einem inhaftierten Mann namens John Sansing. Außerdem wurden die im Haus gefundenen Legosteine nach Fingerabdrücken abgesucht und eine Übereinstimmung mit Sansings Sohn festgestellt. Die Behörden glauben, dass Sansing seinen Sohn zum Tatort gebracht hat und ihn mit Lego spielen ließ, während sein Vater jemanden umbrachte. Nummer 2. NASA-Technologie. Die NASA kann wirklich alles. Sogar einen 20 Jahre alten ungelösten Fall lösen. Im Jahr 1991 wurde eine Frau namens Dawn Sanchez vermisst. Die Ermittler machten sofort ihren Freund Bernardo Bass dafür verantwortlich, denn Sanchez wurde zuletzt gesehen, als sie in sein Auto stieg. Doch weder sein Auto noch die Leiche von Sanchez wurden gefunden. Der Fall blieb zwei Jahrzehnte lang ungeklärt und dann schaltete sich die NASA ein. Die Behörden erhielten einen Hinweis, dass Bass' Auto demontiert und auf einem leeren Grundstück in Kalifornien vergraben war.
Ein NASA-Forschungsteam schickte einen Bodenuntersuchungsroboter, der an der angegebenen Stelle Autoteile fand, die dann von Baggern mit Bays Fahrzeug verglichen wurden. Die Beweise halfen, Bays in Sanchez tot zu verwickeln und ihn für 6 Jahre hinter Gitter zu bringen. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Der riesige Stammbaum des Golden State Killers. He was like a Hannibal Lecter. Highly intelligent, highly sadistic, master manipulator. Die Verbrechen des Golden State Killers erstrecken sich über die Jahre zwischen 1974 und 1986. Er verübte Dutzende von Überfällen und mindestens 13 Morde. Die verhöhnenden Anrufe des Mannes bei der Polizei taten ihr Übriges. Der Mörder kam mit allem davon. Bis 2018 und der Erfindung der genetischen Genealogie. Die Behörden speisten die DNA vom Tatort in einen Genealogiedienst namens GetMatch ein. One of their features is that you can enter your own DNA to find long-lost family members. Der Dienst lieferte tausende von Treffern und es gelang ihnen, einen komplexen Familienstammbaum zu erstellen, der auf einen Mann namens Joseph DeAngelo zurückgeht. Mithilfe anderer Hinweise und traditioneller Ermittlungsmethoden konnten die Behörden alle außer DeAngelo ausschließen. Police say the 72-year-old appeared surprised when they swarmed his home Tuesday evening. No incident, he didn't say it wasn't me or anything like that. No, really no conversation at all. Nach fast 50 Jahren der Anonymität wurde der Golden State Killer endlich gefasst. It's crazy. After 4 decades of searching for this guy, it came down to testing a piece of tissue from his trash can outside. It was a 100% match to the Golden State Killer's DNA. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.